Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider, die Chronik. Und ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, das einfach mal zu flüstern. Und ich habe heute Sonntag, ihr natürlich nicht, da dieser Part ja noch bearbeitet und gerendert werden muss. Und naja, ne, das dauert halt ein bisschen seine Zeit. Ach ja, hochgeladen muss der ganze Spaß auch noch. Und ja, ich muss auf diese verdammte Schräge. Aber Leute, die Tomb Raider 4 gespielt haben, wissen, wie die Seilphysik ist. Sie ist schrecklich. Und dann passiert nämlich sowas. Ich muss auf diese Schräge. Wir brauchen noch ein bisschen Bedenkzeit. Vielleicht. Wir gehen nochmal exzellent seitlich. Genau das wollte ich sagen. Nein, eigentlich nicht. So, und nun. Zack. Es geht! Es geht! Aber wir haben die Gefahr noch nicht gebannt. Wir müssen jetzt nämlich noch darüber. Und das Problem ist, dass man hier einfach mal nicht abspeichern kann. So. Also das ist jetzt noch die letzte Hürde, die zu nehmen ist. Vielleicht gehen wir mal hier rüber. Also wenn jetzt nichts schief geht, dann
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist möglich. Oh mein Gott. Ja, es ist verdammt nochmal fucking möglich. So. Das werde ich jetzt alles vorgespult haben. Deswegen sind wir nicht bei 16 Minuten und... Moment. 19 Sekunden. Nein. Da sind wir jetzt nicht. Wir sind vielleicht bei weniger Minuten. Naja, auf jeden Fall können wir uns glücklich schätzen, meine ich. Und guck mal hier, ihr seht wieder diese nach oben schwebenden Regentropfen. Oder nach oben fallenden. Ja, nach oben fallende Regentropfen. Das ist alles, was mir gerade dazu einfällt, nach dem, was ich hier gerade fabriziert habe. Genau. Das ist das einzig Wahre, was mir dazu nur einfallen kann. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt diesen komischen Abschnitt gemeistert. Also ich meine, der enthält zwei Dinge, die multipliziert miteinander ein Ding der Unmöglichkeit geben. Also zumindest hat Lara sich mit 16 noch ordentlich angezogen. Warum stellt man hier ein Medipack hin? Also, liebe Entwickler, ihr könnt mir ja nichts vormachen. Wenn ihr sowas dort hinstellt, dann hat das schon seine Bewandtnis. Ach ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, warum ich hier hin bin. Wegen einer Kreide. Ich bin wegen einer Semmelkreide hierher. Genau deswegen habe ich mir diesen ganzen Kram angetan. Wegen einer Kreide. Stimmt, da war ja was. Denn, passt auf, diese Kreide oder Chalk, das war das erste Wort, was ich damals auf dem Gymnasium gelernt habe. Weil die Lehrer ja bei mir mit gelber Kreide schreiben sollten. Und da hieß es dann immer, would you like to write with yellow chalk, please? Ja, und das war der Satz. Und deswegen lernte ich ganz schnell, was Kreide auf Englisch heißt. Nämlich Chalk. Ich weiß noch, am Anfang habe ich gesagt, would you like to write with yellow Kreide, please? Oh mein Gott. Ich weiß noch, die ersten Tage auf dem Gymnasium, die waren komisch. Das war... Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich war davor 10 Jahre lang auf einer Schule. Also auf einem Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte. Auf dem war ich, ne? Da hast du ein bisschen Fluktuation in der Klasse, hast du ja immer. Aber, ich meine, das war eine komplett neue Klasse, wo ich niemanden kannte. Das heißt, ich musste erstmal auch ganz komplett neue Leute kennenlernen. Und das Gute war, da habe ich auch die Steffi kennengelernt. Und sie kam auch von der Sekundarstufe. Und das war halt lustig, weil wir uns da sofort gut verstanden haben, weil wir auch über Socken gesprochen haben. So, und jetzt bin ich hier an dieser Stelle. Warte mal, ein bisschen noch. Jetzt kann ich nämlich die Kreide hier anwenden. Als Entwickler, ich muss euch ja schon mal loben, dass ihr diesen Blur-Effekt da eingebaut habt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also, da habt ihr gute Arbeit geleistet. So, also, was hat das jetzt bewirkt? Richtig, der kann hier nicht mehr lang. Warum kommen da jetzt Blutsauger, die nicht aus zwei Buchstaben bestehen?
Wir haben da gerade ein Problem. Nein, haben wir nicht. Ich habe noch genügend Energie. Der Lebensbalken, der ist noch voll intakt. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da geht noch was. Years, all alone in a barn. Oh, those winter nights must have just flown by. Silence, ignorant heretic, or I behead you. Leave him be. For the child has spirit. But what is that when this island is littered with the bones of holy men? My gift to them for their spirit in obstructing me from claiming my rightful inheritance. And this inheritance, I would wonder, would be some way to explaining why you're walking and breathing when you should be gone long past. The inheritance is the gift of eternal life, contained within an ancient scroll, concealed by the dullard abbot and his cohorts. A scroll which draws forth pale demon blood through my veins. I am no longer man. I am one foot in earth and one foot above the gaping abyss of Hades. So why stay on the island? Came for a holiday and fell in love with the scenery. Hold your yapping tongue, for want I clip it. Boils and blades plaster over this island and its treacherous inhabitants. For it was they and their pox-ridden abbot who plotted to incarcerate me in this dungeon hole for an eternity. I, Vladimir Kalita, who worshipped in the first Kremlin, who butchered the Swedes under Nevsky on the banks of the river Neva, incarcerated within this prison of flowing water. Running water? You're trapped here by running water? Demons cannot cross running water. Indeed, the abbot's final trick before I was transformed. And you shall find a way to shore up this stream, for your holy man shall be opened up and gutted like livestock. Also, Dämonen können das Wasser nicht überqueren, deshalb ist er dort gefangen. Und das schon seit 700 Jahren. Also ich meine, da hat er nicht mal eine Frau abbekommen. Echt nicht? Ich meine, ich habe noch das 28-fache an Zeit ungefähr Zeit. Naja, fast, ne, wenn man mal von meinem Alter jetzt 2 abzieht. Nee, warte mal, das kann ich hinhauen. Warte mal, ich bin... Nein, irgendwie... Nee, warte mal, doch, mal 4 und dann mal 7. 4 mal 7 macht 28, ja? Dann haut das hin. Nun gut, auf jeden Fall wartet hier irgendwo ein zweites Sekret, dachte ich, auf uns. Ah, irgendwo, wenn wir die alte Mühle erreicht haben, finden wir irgendwo 2 Höhleneingänge. Das ist doch die alte Mühle, oder nicht? Ja, auf jeden Fall, hier kommen wir irgendwo noch hin. So, hier kommen wir noch irgendwo hin und hier irgendwo gibt es Höhleneingänge. Wenn sie die alte Mühle erreicht haben. Das ist schön. Wo sind diese Höhleneingänge, ist jetzt die andere Frage. Naja, und auf jeden Fall, in der Sequenz zuvor, als sie das Pentagramm gemalt hat, auf ganz schnelle Art und Weise, gut, dass das Wasser das nicht verwischt hat. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich dazu sagen? Ja, warte mal, hier fließt doch Wasser. Ja, natürlich, wir sind bei der alten Mühle. Ja, da gab es einen Herzschlag zu hören und dieser Herzschlag, der hat einfach nur die Bewandtnis, dass das wohl der ist, den man auch in Teil 1 und 2 schon hörte. Oder so. Aber ich bin doch hier bei der alten Mühle. So. Nicht bei der alten Mumie, sondern bei der alten Höhle. Okay, kleiner Insider. Diejenige wird schon wissen, wen ich meine.
So, naja, auf jeden Fall gab es da irgendwo zwei Höhleneingänge zu meiner Linken. Wo sind die Höhleneingänge? Verdammt nochmal. Also ich kann durch einen hindurch, durch den anderen nicht, das ist Fakt. Und hier komme ich ja nicht mehr zurück, weil ich von dort oben gekommen bin und eine Tapete, die aussieht wie ein Stein, nicht, also und eine spezielle Schräge hat, nicht hinaufklettern kann. Was ich zwar immer ein bisschen unlogisch finde, aber okay. So, Höhleneingang. Wo sind hier Höhleneingänge, verdammt nochmal? Ich meine, hier ist keiner. Hier ist kein Höhleneingang. Deswegen wundert mich das gerade. Wo können hier Höhleneingänge sein? Ich guck einfach mal weiter rum. So. Dieser Part ist sowieso ein bisschen kurios. Aber ich meine, das kennt man ja nicht anders von mir. So, wir gehen jetzt erstmal hier hinein. Bisschen planschen. Und gleich dürften wir mitgerissen werden. Ja, genauso sieht es aus. Okay, da kommen wir schon mal nicht lang. So, nun. Jetzt bin ich hier bei der alten Mühle irgendwo hinuntergespielt worden. Da muss man später auch nochmal hin. Das weiß ich. Da wartet nämlich das letzte Geheimnis auf uns. Kann man jetzt hiervon eigentlich erdrückt werden? Ich glaube schon, oder? Wollen wir es ausprobieren? Tode in Tomb Raider. Okay. Das zählt nicht dazu. Das zählt nicht zu Laras Toden. Alles klar, ich habe schon verstanden. Na gut, dann hoffe ich ja, dass ich hier irgendwie noch raufkomme. Das klappt zumindest, ja. Dann kann ich einmal dahin. Und dann auch hier hin. Und was haben wir hier drüben? Also, dort liegt ein Secret. Jetzt stelle ich mir nur eine Frage. Kann man das Spiel austricksen? Ich glaube zwar nicht, aber einen Versuch ist es immer wert. Nee, irgendwie nicht. Oder kann ich das irgendwie anders umgehen? Ach so. Warum soll ich dann hier tief Luft holen? Ich habe jetzt eine voll lange Tauchpassage erwartet. Habt ihr den Leck gesehen, den das Spiel ganz kurz hatte? Das hatte jetzt ganz ehrlich einen Leck. Liebe Macher... Was? Warum diese Musik? Warum diese Musik? Warum kommt jetzt schon wieder diese Musik? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall speichern wir nochmal das Spiel ab. Was? Feuer? Ach so. Kann es sein, dass ich das... hä? Was? Also, die sagten, ich komme in der linken Höhle nicht weiter. Also entweder habe ich das Secret gerade ausgetrickst. Weil, ich meine, Lara kann sich eigentlich nicht an solchen hohen Kanten hinaufziehen. Okay, Tomb Raider ist bugfrei. Einigen wir uns darauf, Tomb Raider ist bugfrei. Und was das hier für eine Konstruktion ist, das... meine lieben AbonnentInnen und liebe ZuschauerInnen, die das jetzt zum ersten Mal sehen, die mich noch nicht abonniert haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dieser Part hat euch gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Tomb Raider, die Chronik. Sieht man sich!